Riefala raus zu Figren. Figren ganz alleine gegen Thürn. Figren mit dem 1:0. Der Mann, der seinen Vertrag diese Tage verlängert hat, pfifft hier zum 1:0 für den Gast aus Kloten. Noch einmal zu sehen, kurz angetäuscht und dann trotzdem quasi Five-Hole, also dazwischen den Beinen durch. Zürer geht dann noch nicht nach unten, das merkt dann Figren und deswegen kann er da zwischen den Beinen durchspielen. Jetzt geht's aus, gleich hier, Richard Guire mit dem 1:1. Das war heiß davor, mit der Vorlage und Richard Guire mit dem Ausgleich gerade zum Ende des Powerplays hin. Noch einmal. Nein, es war nicht einmal heiß. Guire am Schluss dann, aber heiß natürlich der Ausgangspunkt und Guire dann an der Stockhand vorbei. Da nahm Harlacher seinem Eigentorhüter noch ein wenig die Sicht. Lehmann wieder, der Versuch hier gleich vor das Tor zu spielen. Lehmann! Und dann ist der lange Sehne Führungsöffner der Klotner tatsächlich da. Marco Lehmann mit dem 2:1 fürs Gastteam. Sein 10. Saisontreffer. Wird auf dem falschen Fuß erwischt. Kann nicht mehr rechtzeitig komplett verschieben, Wolfgang Zürer.